Jo Leute, wir sind heute hier am Wasser mit der Route diesmal und es geht um den zweiten Teil vom Zanderangeln. Das heißt, im ersten Teil haben wir uns schon mal mit den Spots ein bisschen beschäftigt, da haben wir in der City gefilmt und heute hier am See den, wie gesagt, zweiten Teil, um die Praxis nochmal zu erklären, wie eigentlich wirklich jeder Zander fängt, weil Zanderangeln ist nicht so schwer, wie es vielleicht manchmal wirkt. Also ich weiß nicht, warum Zander so ein Mysterium für die meisten Leute ist. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir früher so war, aber eigentlich ist Zanderangeln nicht schwer. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Zander fangen könnt, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln Maximal. Ich habe das Video jetzt quasi mal in 5 Punkte geteilt und sagt zu jedem Punkt ein bisschen was. Und wenn ihr die 5 Punkte beachtet, wie gesagt, dann solltet ihr eigentlich auch Zander fangen. Und der erste Punkt, mit dem wir jetzt mal anfangen, sind die Spots. Und bei den Spots, da haben wir das letzte Video schon drüber gemacht, deswegen sage ich dazu jetzt nicht mehr viel. Aber eine Sache möchte ich nochmal zu sagen. Und zwar, dass die Stellen natürlich immer ja, extrem unterschiedlich auch von der Jahreszeit sind. Das heißt, ich habe letztes Mal so meine Lieblingsstellen gesagt, aber habe gar nicht gesagt, zu was für Zeiten ihr da wo angeln müsst. Und das kann man auch nicht so pauschal sagen, das muss man ausprobieren. Ich persönlich angel am liebsten eigentlich auf Zander im, ja, so Winter, Herbst, bis dann kurz vor der Schonzeit. Da höre ich dann natürlich irgendwann auf die Zander zu angeln, weil sie dann auch mit ihrem Laichen beginnen und dann im Flachen stehen und so weiter auf ihren Laichennestern. Da sollte man die dann auf jeden Fall in Ruhe lassen. Aber bis dahin kann man super auf Zander angeln. Sommer angle ich relativ wenig auf Zander, da ist dann halt mehr auch so Freiwasser und sowas. Oder wirklich im Fluss an den schnellen Strömungskanten und so, wo die halt ja immer noch viel Sauerstoff haben und nicht träge werden. Das, was ich zum Beispiel gesagt habe, diese Strömungskante, die ist immer geil. Da könnt ihr eigentlich zu jeder Jahreszeit Fische fangen, mal mehr in der Strömung, wenn sie ein bisschen aktiver noch sind, dann wenn es kälter wird, dann vielleicht eher in dem ruhigen Bereich, wo sie dann nur noch seltener mal in die Strömung reinziehen. Das heißt, das sind immer Stellen, die im Herbst und Winter geil sind, wo sie beides so haben, wo sie ein bisschen das gemischt haben. Dann ziehen Fische im Winter natürlich häufig in Städte rein, das heißt, ihr habt sonst vielleicht einen Teil von einem Fluss, der gut ist auf Zander, aber im Winter dann nicht mehr so, weil der Fisch dann irgendwie durch einen Kanal oder so in irgendeine Stadt, in irgendein Stadtgebiet reinzieht, wo halt Hafen ist oder wo durch irgendwelche Einflüsse halt von der Umwelt, also von den Gebäuden und so weiter, Wasserleitung und sowas, das Wasser vielleicht nur 1-2 Grad wärmer ist. Zum Beispiel in Berlin kenne ich eine Stelle, da ist eine U-Bahn unten drunter. Wenn du da stehst, du merkst richtig, wie da warme Luft unten aus dem U-Bahn-Schacht hochkommt. Und genau da sind auch überall Zander, weil es da halt im Winter einfach mal so 1-2 Grad wärmer ist, das Wasser, in diesem kleinen Bereich. Und sowas dann natürlich auch Hammer zum Angeln im Winter. Im Sommer dann eben auch mal wirklich voll in der Hauptströmung oder viel, auch wenn die Kleinfische halt an die Oberfläche kommen, direkt unter der Oberfläche und so weiter. Also da müsst ihr mal gucken, was er für eine Jahreszeit habt, wo er eben auch nach den Fischen sucht. So, ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Punkt, nach der Zeit, die man halt an den Spots, zu denen man an den Spots sein muss, geht es natürlich um die Köder. Viele Leute denken immer, man muss jetzt einen Dude haben oder man muss jetzt einen Easy Shiner haben oder man muss jetzt irgendeinen bestimmten Köder haben, um Zander zu fangen. Das ist definitiv nicht der Fall. Es gibt so ein paar Unterschiede bei den Ködern und wenn ihr da ein paar verschiedene habt zum Ausprobieren, dann werdet ihr meistens, wenn die Fische irgendwie auch Bock haben, irgendeinen finden, der fängt, und da ist es dann egal, ob ihr einen Dude oder einen Easy Shiner habt oder einen, weiß ich nicht, einen Lieblingsköder, die sind von der Aktion her alle ähnlich. Und da gibt es eigentlich quasi drei Sachen so, die ich unterscheide. Das ist einmal ein schlanker Köder. Das habe ich hier mal mitgebracht. Schlanke Köder sind natürlich unsere Dudes. Ja, Dude ist so mit einem kleineren Schaufelschwanz, genauso wie auch zum Beispiel ein Easy Shiner oder eben sowas wie ein Lieblingsköder oder so. Die haben eine relativ leichte Bewegung. Ist zum Beispiel was ich beim Hechtangeln nicht so gerne fische. Normalerweise ist auch manchmal ganz cool, aber normalerweise ist das wirklich eher was Zander und Barsche anspricht. Und ja, mit sowas, wie gesagt, seid ihr eigentlich zu, ich sag mal, 80% auf der sicheren Seite. So eine Köder funktionieren einfach. Warum, sage ich trotzdem, nehmt zum Beispiel jetzt lieber den Dude als den Easy Shiner oder als irgendwas anderes. Ich finde beim Dude halt gerade cool, dass er ein bisschen stabiler ist. Das heißt, dass ihr ein paar mehr Fische damit fangen könnt und so halt nicht ganz so extrem viele Köder verangelt. Und wie gesagt, von der Aktion her gleich. Wir haben ganz coole Farben gemacht, die mir sehr gut gefallen. Eine meiner Lieblingsfarben natürlich auf Zander, der Moor Kiwi. Da bin ich immer noch so skeptisch. Da kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich aus Erfahrung nichts sagen kann. Klingt komisch, aber ich habe eine ganze Weile, war ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Farbe gerade im Dunkeln auch der beste Köder für Zander ist. Und davon sind auch viele andere Leute überzeugt.
Und mittlerweile muss ich aber sagen, ich habe mal mit unserem Chris Enders gesprochen, der bei uns im ZEC-Team ist, der mir dann mal gesagt hat, du, in der Nacht, es gibt keine UV-Strahlung in der Nacht. Alles, was man mit UV-Farben nachts fischt, ist überflüssig, weil der Fisch sieht unter Wasser keine UV-Farben mehr in der Nacht. Der braucht UV-Strahlung, um auch UV-Farben wahrnehmen zu können. Und ich habe mir dann eine Weile im Internet was dazu durchgelesen. Der Mond, der spiegelt halt so ein bisschen UV-Strahlung wieder, aber das ist sehr, sehr gering, was da auf die Erde noch kommt und was dann unter Wasser auch noch ankommt. Das sind maximal, glaube ich, im Höchstfall bei klarem Himmel und Vollmond 3% oder sowas. Also das kann man vernachlässigen. Und deswegen ist diese Farbe für nachts eigentlich Wurst. Das Einzige, was nachts besser funktioniert, oder was aus der Theorie besser funktionieren sollte eigentlich, als andere Farben, ist Schwarz. Denn Schwarz saugt quasi das ganze Licht auf, das heißt, es wirft nichts zurück, hat dadurch die krasseste Silhouette und wird auch gegen den dunklen Himmel immer noch am meisten gesehen. Die Silhouette ist am stärksten bei einem schwarzen Köder im Dunkeln und ich habe ewig lange nicht gerne mit Schwarz geangelt und jetzt in letzter Zeit richtig viel in der Dunkelheit mit Schwarz gefangen. Tagsüber, wie gesagt, sind halt so Motoröl oder auch hier der Moa Kiwi oder auch einfach ein richtiges Chartreuse, also einfach nur komplett grüne Köder. Ja. Grün kann eine Zander nämlich von allen Farben am besten wahrnehmen. Sind da auf jeden Fall meine Favoriten. Manchmal aber auch einfach richtige Naturfarben. Lila hier zum Beispiel in Hamburg richtig gut gefangen. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das häufig eher damit zusammenhängt, dass man eine bestimmte Farbe besonders viel fischt und dem Zander das in den meisten Fällen nicht so extrem wichtig ist und vor allem nachts halt nicht. Der zweite Köder, die zweite Köder-Variante, die ich euch noch zeigen wollte, ist halt ein V-Schwanz, ja, oder auch ein Pintail. Das sind halt einfach No-Action-Shads oder Low-Action-Shads, die nicht viel Aktion machen und manchmal auch richtig effektiv geworfen sein können. Viele denken, das Ding kann man nur vertikal fischen. Das ist überhaupt nicht so. Weder kann man den V-Schwanz nur vertikal fischen, noch kann man den Paddletail nur werfen. Also ihr könnt beides sowohl vertikal als auch geworfen nehmen. Die dritte Variante ist dann nochmal, was, das haben wir nicht im Programm, habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, einfach mal dickere Köder, das heißt also mit mehr Volumen, zum Beispiel sowas hier, ja, die sind halt einfach nochmal von der Aktion her ein bisschen anders, senden andere Vibrationen, sind von der Bewegung ein bisschen anders, vielleicht ausladender, rollender, was weiß ich. Und da gibt es halt schon manchmal Tage, wo ich das Gefühl habe, dass der eine besser fängt als der andere. Genauso wie es auch Tage gibt, wo ich das Gefühl habe, die eine Farbe fängt besser als die andere, dann fischt die Farbe, wo ihr das Gefühl habt. Hauptsache ist, dass ihr der Farbe vertraut und dann halt auch eine Weile angelt und nicht die ganze Zeit nur am Wechseln seid. Das war es eigentlich mit den Gummis. Dann gibt es natürlich noch eine Variante zum Zanderangeln, die ich auch sehr geil finde. Das ist der Hardbait. Den habe ich jetzt hier auch nicht dabei. Den habe ich nämlich auch noch gar nicht. Der Murdoch von ZEC zum Beispiel, den wollte ich eigentlich mitbringen, aber wie gesagt, den habe ich noch nicht. So sieht der Kollege hier aus. Der ist eine sehr coole Variante, beziehungsweise alle Hardbaits, die halt so von der Art sind. Das heißt flach, laufend, schlank und mit einer relativ leichten Aktion, die jetzt nicht zu extrem ist, also nicht wie ein Crankbait oder so. Da gibt es verschiedene Methoden, wie ihr die führen könnt. Einerseits kann man die zum Beispiel einfach mal durchleiern oder man kann sie ja twitchen, aber zur Köderführung kommen wir später nochmal, genauso wie zur Gummiköderführung, auch zur Hardbait-Köderführung. Und ja, wie gesagt, sowas wie dieses Ding funktioniert auf jeden Fall auch super zum Zanderangeln. Und damit war es das eigentlich schon fast. Viel mehr Köder für Zander braucht man dann gar nicht. Das heißt, wenn ihr 3, 4 verschiedene Farben habt, dann so 2, 3, 4 verschiedene Modelle und dann eben noch ein paar Hardbaits, dann seid ihr eigentlich schon ausgestattet, was Köder für Zander angeht. Und ja, viel mehr muss dann nicht unbedingt sein. Klar, ich habe auch meine Kisten viel voller als das, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist ja auch ein bisschen Sammeln und das macht ja auch Spaß. Und nicht einfach nur das, was man wirklich minimal braucht. So, kommen wir nun zum nächsten Punkt der Köderführung. Was, glaube ich, also meiner Meinung nach war das früher immer so der Hauptunterschied, den guten Angler wo man einen guten Angler dran erkennt, ob er den Köder gut führen kann. Mittlerweile habe ich halt festgestellt, es ist jetzt nicht so die Sache, die ist nicht schwer und es ist auch nicht das, was jetzt unbedingt den Unterschied macht. Da machen andere Sachen den Unterschied. Kommen wir gleich zu, wo ich der Meinung bin, was da eigentlich das Wichtigste ist. Auch ein Teil quasi der Köderführung, aber ja, ihr werdet es ja gleich erfahren. Also fangen wir mal an. In dem Video heute geht es ja eher um Gummis und darum, wie ihr wirklich eigentlich fast überall universell einsetzbar, anwendbar Zander fangen könnt. Und da ist Hardbait jetzt erstmal so ein bisschen untergeordnet. Ich sage euch gleich auch noch was zum Hardbait, aber auch zum Hardbait habe ich schon mal ein Video gemacht, in dem ich erwähne, wie das Ganze funktioniert. Auch hier unten in der Videobeschreibung drin, das Video. Und da könnt ihr euch das auch noch mal reinziehen. Ansonsten, wie gesagt, jetzt erstmal zur Köderführung mit einem Gummi. Wichtig ist natürlich,
das ist das, was meiner Meinung nach den Unterschied macht, dass ihr den richtigen Kopf habt und so auch die richtige Absinkphase. Das heißt, ihr braucht eine Absinkphase normalerweise beim Zanderangeln von, ich sage immer so, 2-3 Sekunden. Manchmal sind es auch 4 Sekunden, je nachdem, wie schnell die Zander unterwegs sind, wie aktiv die jagen, ja, und was sie halt wollen. Manchmal wollen sie auch nur eine Absinkphase von 1 Sekunde. Aber im Normalfall ist man so mit 2-3 Sekunden ganz gut beraten. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal einen Wurf und lasse den Köder gleich ab. 1, 2, 3 und Köder ist unten. 21, 22, 23, 2 bis 3 Sekunden. Das ist auf jeden Fall eine Absinkphase, die ihr haben solltet. Wie gesagt, manchmal wollen die Zander auch eine sehr, sehr schnelle Absinkphase. Das heißt, da habt ihr dann teilweise bloß 1 Sekunde. Logischerweise könnt ihr das damit beeinflussen, wie viele Kurbelumdrehungen ihr macht. Aber 2 bis 3 ist eigentlich die Zahl, die ausreichen sollte. Also wenn ihr bei 2 bis 3 Kurbelumdrehungen 2 bis 3 Sekunden Absinkphase habt, dann ist das eigentlich eine ganz gute Faustregel, an die man sich halten kann. Und so fängt man normalerweise auch immer Zander, wenn sie Lust haben und eben an der richtigen Stelle seid, die richtigen Köder habt und so weiter. Also wenn alles stimmt, ist das so die Zeit, die man braucht, beziehungsweise die Kurbelumdrehung, die man braucht, um die richtige Köderführung für den Zander hinzubekommen. Und ja, das war es an sich an großer Köderführung auch schon. Also normalerweise dieses einfache Faulenzen funktioniert schon immer sehr gut. Ihr könnt natürlich auch mehr jiggen, also Faulenzen heißt ja, ihr macht quasi einfach wirklich nur dieses ganz normale Kurbeln, eure Rute steht still, ja, also ihr habt die Rute, haltet die fest und dann macht ihr 1, 2, 3 Kurbelumdrehung, lasst den Köder absinken, zack ist er unten. Macht wieder 1, 2, 3 Kurbelumdrehung, Köder wieder absinken lassen. Das ist dieses ganz normale Faulenzen, ohne dass irgendwas passiert eigentlich. Und ja, da kann man halt noch jiggen. Das heißt, da macht ihr noch gerade bei den Kurbelumdrehungen, also wenn ihr anfangt zu kurbeln, gebt ihr nochmal so einen Schlag. Es gibt auch verschiedene Techniken da, wie die Leute jiggen. Die mal einhalten die Rute dann wirklich so und machen so richtig so eine, ganz komisch, habe ich schon ganz oft gesehen, so eine ganz komische Bewegung. So mache ich es nicht. Ich halte die halt einfach so und ziehe den Köder einmal am Anfang so an. So, dass er halt mit einem Ruck startet quasi und ihr insgesamt dann einfach ein bisschen aggressiver unterwegs seid, den Köder schnell vom Grund wegholt und ihn dann halt wieder zum Grund absinken lasst. Ganz wichtig überhaupt halt immer den Köderkontakt zu haben, also den Grundkontakt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie ihr diese Absinkphase erreicht und dazu kommen wir im nächsten Punkt. Noch die eine kurze Sache zum Hardbait. Wie gesagt, darum soll es jetzt hier nicht hauptsächlich gehen, aber normalerweise beim Hardbait entweder ihr kurbelt ihn einfach wirklich langsam durch. Das heißt, stellen wir uns jetzt mal vor, der Gummi hier wäre ein Hardbait. Entweder macht ihr einfach nichts, außer ihn so zu kurbeln. Häufig sehr effektiv, wenn ihr irgendwie eine Steinpackung habt, auf der die Zander relativ flach sind. Ja, und dann merkt ihr irgendwann so, ah, okay, da ist der Stein, dann wartet ihr kurz und lasst den Köder auftreiben. Das heißt, dafür braucht ihr einen auftreibenden Köder, wie zum Beispiel den Murdoch, den ich vorhin angesprochen habe, der langsam aufsteigt. Ja, und dann könnt ihr eigentlich kaum hängen bleiben, weil ihr merkt halt, ah, okay, da ist ein kleiner Hänger. Das heißt, ihr müsst dann sofort aufhören, um den Köder nicht in den Hänger reinzuziehen, mit den Drillingen vor allem nicht. Und dann steigt er wieder auf und dann könnt ihr ihn halt einfach wieder langsam weiterkurbeln, bis er wieder am Grund ist. Und seid ihr die ganze Zeit immer in dem Bereich, wo ihr sein wollt. Auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Die andere Sache ist dann mit schwimmenden Ködern, also Suspending Hardbaits, die ja, bei mir normalerweise entweder so ein bisschen angetwitscht werden oder auch so langsam durchgekurbelt und dann lange stehen gelassen. Das heißt, wenn ihr denkt, ihr könntet gerade in einer guten Zone sein, ja, wo vielleicht irgendwie gerade die Strömungskante irgendwie sich verändert oder aufhört oder irgendwas halt ist, wo ihr denkt, da könnte ein Zander sein oder auch einfach nur so, mal stehen lassen, teilweise wirklich auch im Winter jetzt gerade so 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ich habe schon 20 Sekunden Köder stehen lassen und dann einen Biss bekommen. Also eine super geile Angelei. Ihr könnt wirklich kurbeln, warten, Bier nehmen, aufmachen, Schluck trinken, Bier hinstellen und dann kommt der Biss. Also so lange habt ihr teilweise Zeit bei einem Köder, der sich nicht mehr bewegt, der eigentlich nur steht. Da steht der Zander richtig dahinter und dann inhaliert dann voll weg. Und das sind eigentlich die krassesten Bisse, die man kriegen kann. Der vorletzte Punkt quasi ist der, den ich gerade eben schon angesprochen habe, und zwar die Absinkphase. Wie gesagt, da braucht ihr normalerweise bei 2 bis 3 Kurbelumdrehungen so 2 bis 3 Sekunden. Manchmal wollen die Zander es ein bisschen schneller, also auch mal ein bisschen schneller versuchen. Und manchmal wollen sie es noch ein bisschen langsamer, dass man halt vielleicht auch 4 oder 5 Sekunden Absinkphase hat. Dann eben einfach noch ein bisschen langsamer probieren. Jetzt ist die Frage, wie erreicht ihr denn genau diese Zeiten von der Absinkphase? Das kann man halt einfach nicht pauschal sagen, sondern ihr müsst probieren, was ihr machen müsst, um diese Absinkphase zu erreichen. Es hängt davon ab, was ihr für eine Schnur habt. Es hängt davon ab, was ihr für einen Wind habt. Es hängt davon ab, was ihr für Strömung habt. Es hängt von eurer Gewässertiefe ab. Es hängt von eurer Ködergröße ab. Es hängt sogar von dem Material des Jigkopfs ab. Das heißt, wenn ihr so wie hier jetzt einen Tungsten-Jigkopf habt, dann sinkt der nochmal schneller, weil er kleiner ist. Und
mit dem kleineren Kopf natürlich weniger Fläche hat und trotzdem aber das gleiche Gewicht. Also beim gleichen Gewicht ist er kleiner als ein Bleikopf zum Beispiel. Und ja, dadurch sinkt er halt noch ein bisschen schneller. Das heißt, ein 5 Gramm Tungsten sinkt noch mal ein bisschen schneller als ein 5 Gramm Bleikopf. Dann kommt es natürlich darauf an, was ihr für einen Köder habt. Das heißt, ein No-Action-Shad sinkt immer am schnellsten. Also ein Pintail, so ein ganz schlanker Köder mit einem Tungstenkopf, der würde jetzt von allen Köpfen am schnellsten sinken. Und eben irgendwas, was vielleicht noch leichter ist sogar als Blei, der würde halt am langsamsten von allen Köpfen sinken. Also wenn ihr all diese Faktoren beachtet, dann habt ihr irgendwann auch so Faustregeln, was man ungefähr bei einem, klar, ist jetzt kein Riesenunterschied, ob ihr nun einen 4- oder einen 5-Inch-Köder nehmt oder ob ihr, weiß ich nicht, einen größeren, kleineren, also es macht keinen großen Einfluss, aber hat natürlich alles Einfluss. Das Entscheidendste ist natürlich die Tiefe und dann eben auch eure Strömung oder euer Wind, die ihr dann am entsprechenden Tag habt. Und da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr mit diesen Sachen das alles so optimiert, dass ihr auf die entsprechenden Absinkphasen kommt. Und normalerweise die einfachste Möglichkeit, da irgendwas dran zu ändern, ist halt einfach den Kopf anzupassen. Also jetzt nicht eine dünnere Schnur zu nehmen oder so, sondern einfach den Kopf anzupassen. So könnt ihr halt mit den verschiedensten Köpfen immer die Absinkphase erreichen, die ihr haben wollt. Und ja, das deswegen für mich eigentlich so mit der wichtigste Punkt und fast wichtiger als die Köderfarbe oder Köderform oder whatever, dass ihr da den richtigen Kopf dran habt. Natürlich sowieso mit einem stabilen, vernünftigen Haken, aber eben auch das richtige Gewicht und da dann auch immer die entsprechende Auswahl dabei habt. Die jagt auf jeden Fall irgendwas. Fisch! Ist ja nicht. Ist kein Zander. Schlecht. Aber das war ja gerade witzig. Oh, kleine Flöte, ey. Markus sagt, oh, guck mal da. Irgendwelche kleinen Fische an der Oberfläche. Zweimal kurz reingependelt. Und einen kleinen Hecht gefangen hier beim Drehen. Ja gut, kann man euch auch noch mal kurz zeigen. Eigentlich geht es ja hier um Theorie. Aber in der Praxis wenigstens noch mal hier so ein Mini-Hecht rausgepopelt. Das war ja gerade wirklich auf an. Also gesehen, wie er geraubt hat, der hat sich richtig schön selbst verraten. Die kleine Gurke. Tschüss. So, da wollten wir eigentlich gerade erstmal kurz zum Tackeln hier noch kommen, quasi zum letzten Punkt. Und dann hat sie so ein bisschen geräubert. Ja, kurz reingeschlänzt und direkt nochmal einen kleinen Hecht mitgefangen. Naja, kann man auch mal mitnehmen, so wenn wir hier schon drehen und eigentlich Theorie machen. Ein bisschen Praxis ist auch geil. Whatever, jetzt kommen wir zur Route und zur Combo insgesamt. Und zu den Ködern hatten wir ja schon was gesagt. Das heißt jetzt hier, wie gesagt, im Moment gerade ein Dude dran, mit dem ich auch den kleinen Hechter gefangen habe. Route ist jetzt hier in dem Fall eine Jigsaw 240 bis 40 Gramm. Und kommt dann immer darauf an, also so eine 240, 270 Route ist normalerweise super zum Zanderangeln. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit der neuen Swift extrem viel auf Zander geangelt, weil halt bei unseren Gewässern ist es normalerweise nicht nötig, dass man weit wirft. Man muss nicht über irgendwelche Steinpackungen, es sind halt Kanäle, die sind vielleicht 30 Meter breit oder was, oder 20 teilweise auch bloß, oder Häfen oder so, wo es dann schöner ist, auch mit einer kürzeren Route. Also die ist nur 2,28, 2,25, 2,30, ich glaube 2,25, irgendwie so in dem Dreh. Die gibt es aber auch noch gar nicht, ist auch noch nicht spruchreif, aber ja. Insgesamt normalerweise halt eher sowas hier, 2,40 Meter, 2,70 Meter, je nachdem, ob man am Fluss oder am See angelt oder ob man halt weit werfen muss, nicht so weit werfen muss. Dann gibt es Leute, die finden es irgendwie schöner halt mit einer 2,70 Route auch zu drillen, anzuhauen und so weiter. Ja, für die, die sich einfach an 2,70 Routen gewöhnt haben. Ich persönlich bin ein absoluter 2,40 Fan und angel sehr selten eigentlich mit den 2,70ern. Deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass wir jetzt zum Beispiel die Peak Jig nochmal als 2,40er Variante bekommen haben. Und absolut kranke Route habe ich leider selber noch gar nicht. Ist, glaube ich, Mitte Dezember wieder lieferbar. Ich weiß nicht genau, wann das Video rauskommt, aber so Mitte Dezember sollte die Route wieder am Start sein. Als Rolle habe ich jetzt hier dran Shimano Accent 3000 MHG. Dazu kommt demnächst nochmal ein Video. 2,40 kann ich aber sagen, ist so eine 2500er, 3000er Rolle. Eigentlich super, um die auch vernünftig auszubalancieren. Und bei einer 2,70er würde ich dann eher auf eine 4000er Rolle schon gehen, auch wenn die Route relativ leicht ist, aber ja, im Normalfall braucht man trotzdem schon eher 4000. Ich sag mal, bei der Peak Jig zum Beispiel, wenn ihr dann eine relativ schwere 2,5er habt, dann ist die auch mit einer 2,5er schon ausbalanciert, obwohl sie 2,70 ist. Liegt halt aber daran einfach, dass die Route so extrem leicht ist. Demnächst mache ich nochmal ein Video, wo ich euch Rollen vorschlage, die ihr zu den Routen nehmen könnt. Das heißt, habe ich ja vorher eigentlich noch nie gemacht, dass ich speziell, also wirklich gesagt habe, zu der Route die Rolle. Und da gucke ich dann drauf, dass es preislich passt. Das heißt, dass ich euch nicht eine 500-Euro-Rolle zu einer 100-Euro-Route empfehle oder eine 50-Euro-Rolle zu einer
einer 200-Euro-Route, sondern dass das passt, dann, dass es optisch passt und dann natürlich, dass es technisch passt, das heißt, dass die Route ausbalanciert ist und ja, ihr da nichts zu Schweres, nichts zu Leichtes an Rolle an eure Route ranschraubt. Schnur ist jetzt hier drauf, eine Momoi Ryujin in Orange, wie man ja sieht. Orange nehme ich jetzt eigentlich wirklich immer auf all meinen Rollen. Sieht halt geil aus, wenn alles gleich ist. Und außerdem passt es natürlich immer farblich super zu den ganzen Zec-Sachen. Kriegt ihr auch im Zec-Online-Shop. Ist im Moment sogar ziemlich viel lieferbar, habe ich gesehen. Aber wer weiß, wenn das Video rauskommt, ist jetzt kurz vor Weihnachten und so weiter. Also immer Augen offen halten. Ansonsten war es das eigentlich schon so zum Tackle. Ich sehe gerade hier, ist mir eben nochmal so in den Kopf gekommen, der Köder hier hatte 5 Inch und dabei ist mir eingefallen, dass ich vorhin gar nicht gesagt habe, welche Ködergrößen, aber es sind normalerweise so 4 bis 6 Inch, die man braucht. Ich bin auch nur ein Mensch, ja, gerade vergessen zu erwähnen, aber wie gesagt, normalerweise so 4 bis 6 Inch an Gummis immer eine gute Sache und bei Hardbaits eigentlich genau das Gleiche. Das war's soweit mit dem Video. Wenn ihr all diese Punkte beachtet, ich glaube 5 wirklich Punkte waren es jetzt, die man sich zu Herzen nehmen sollte und auf die man wirklich achten muss, ihr dann eben zur richtigen Zeit am richtigen Gewässer seid, wo man natürlich durch Erfahrung einfach schlau wird und halt dann mitkriegt, wo die Zander eben sind, dann auch wie gesagt wirklich die richtigen Gewässer fischt, also nicht sich auf eins versteift und dann immer nur da versucht, sondern wenn es da nicht funktioniert, lange Zeit dann halt auch mal woanders, mit Leuten sprechen, in Angelläden gehen, vielleicht was kaufen. Je mehr man kauft, desto mehr Infos kriegt man. Und so ist es bei mir übrigens auch. Je mehr ihr bestellt in dem Code, umso mehr Infos gebe ich euch. Nee, Spaß. Also ihr könnt mir auch immer gerne schreiben und dann kriegt ihr auch immer mal ein paar Infos, wenn es wirklich was Interessantes ist, was ich gerne auch beantworte. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Angeln Maximal. Wie gesagt, immer dran denken, fleißig mit Code Maxi zu bestellen. Nicht nur, um Gratisartikel abzusahnen, die ihr natürlich alle haben wollt, sondern auch, um mich und diesen Kanal zu unterstützen, damit ich noch viele so eine Videos machen kann und noch viele so eine kleinen Hechte hier rauszuppeln kann. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.